Österreich ist sehr stark aufgetreten. Man merkt, dass eine gewisse Euphorie ob der Heim-Europameisterschaft vorhanden ist und angeführt von dem erwartungsgemäß sehr, sehr starken Nikola Billig. Haben sie hier sehr lange mitgehalten und haben uns da etwas zu arg in die Bedrohung gebracht für unsere Stimmungsverhältnisse. Aber wir können jetzt froh sein, dass wir das Spiel gewonnen haben. Gut, sie waren schon in den 1-gegen-1-Situationen über weite Strecken gegen uns sehr, sehr aggressiv, haben uns da hoch angenommen. Das haben sie gut gemacht, haben es auch geschafft, dass wir oftmals auch mit dem Tippen in die 1-gegen-1-Situation kommen mussten, was es natürlich schwieriger macht. Ansonsten kommen sie mit viel Tempo hinten raus beim Gegenstoß. Ich glaube, da haben sie heute auch viele Tore erzielen können. Für meinen Geschmack natürlich zu viele gegen uns, aber das haben sie schon gut gemacht. Die Torhüter sind sehr, sehr gut. Eichberger hat heute einen sehr guten Eindruck gemacht und ich denke, dass diese Mannschaft mit dem Heimpublikum im Rücken auf jeden Fall das Potenzial hat, in die Hauptrunde einzuziehen. Und wenn sie es dann schaffen, vielleicht eine gewisse Welle der Euphorie zu reiten, dann geht es vielleicht noch ein bisschen weiter.